Karl Wolters war Stadtplaner und Architekt, ist inzwischen 94 Jahre alt und seit seines Lebens ein glühender Verehrer des Hans-Sachs-Hauses. Hätte man dieses Gebäude nicht gewagt, wäre Gelsenkirchen immer ein Tümpel geblieben. Gelsenkirchen in den 20er Jahren. Industrialisierung und Eingemeindungen haben die Stadt sehr schnell wachsen lassen. Was fehlt, ist ein modernes Verwaltungszentrum. Der Essener Architekt und Leiter der Kunstgewerbeschule Alfred Fischer gewinnt im März 1922 den Wettbewerb für das neue Gebäude. Der Entwurf ist seiner Zeit weit voraus. Noch 90 Jahre später geraten Architekturhistoriker ins Schwärmen. Vielleicht bietet dieses Hans-Sachs-Haus, auch diese großstädtische moderne Innenstadtarchitektur, auch noch wieder mal einen anderen Anknüpfungspunkt, um für das Ruhrgebiet in Zukunft eine neue, wie man ja immer will, metropolitane Identität aufzubauen. Und wenn man wirklich was für Metropole Ruhr sucht, dann ist es vielleicht doch gar nicht so sehr der berühmte, mittlerweile berühmte Zechenturm von Zollverein, sondern dann sind es solche Häuser. Anfang 1926, eineinhalb Jahre nach Baubeginn, wird in einem öffentlichen Wettbewerb ein Name für das neue Gelsenkirchener Bürgerhaus gesucht. Das Hohe Haus und der Klinkerhof bleiben der Stadt erspart. Die Wahl fällt auf Hans-Sachs-Haus. Der Nürnberger Meistersinger, Dichter und Schuhmachermeister lebt im 16. Jahrhundert und hatte mit Gelsenkirchen mal so gar nichts zu tun. Aber Hans Sachs steht für die Verbindung von Handwerk und Kultur. Und genau das ist zumindest eine Idee hinter dem Entwurf von Alfred Fischer. Am 15. Oktober 1927, nach über dreijähriger Bauzeit, wird das Hans-Sachs-Haus offiziell eingeweiht und stößt auf Unverständnis. Wenn man dann bedenkt, dass das ein Stahlskelettbau war, ein Novum in der damaligen Zeit. Das war eigentlich für jeden Gelsenkirchener, Polbürger, wie man so sagt, zu viel des Guten. Da stellen sie dann mitten in die Stadt, wo normale Wohnhäuser stehen oder zwei-, dreigeschossige Häuser, so einen riesigen Kasten hin, also große Kritik. Der avantgardistische, für damalige Verhältnisse schmucklose Bau ist gewöhnungsbedürftig. Aber offenbar nur für die Gelsenkirchener. In der Weltstadt London entsteht acht Jahre später an der Oxford Street dieses Gebäude. Karl Wolters, der 1933 als Schreinergeselle in die Stadt kommt, begeistert das Hans-Sachs-Haus vom ersten Augenblick an. Ich kannte ein Rathaus nur als kleines Gebäude, wie üblich. Mein Vater war Bürgermeister. Gott, da gab es kein Vorzimmer oder sonst was. Im Gegenteil, der Spucknapf stand vor der Wartebank. Nicht? So war das damals. Und dann sah man dieses Gebäude. Und wenn man da reinging, und dann kam das Farbleitsystem Paternoster. Ne, Paternoster, was? Habe ich noch nie gesehen. Nicht? Und dann hat mich diese Größe, Ordnung dieses Gebäudes fasziniert. Nicht? Also architektonisch, muss ich eigentlich sagen, war ich immer, hatte ich immer ein offenes Auge, um ein solches Gebäude wahrzunehmen. Das Farbleitsystem des Hans-Sachs-Hauses, eines der ersten Orientierungssysteme überhaupt, weist den Weg durch den Behördendschungel. Entworfen wurde es von einem Kollegen Alfred Fischers, dem Essener Grafiker und Dozent an der Folkwang-Schule, Max Burchertz. Obwohl die Gelsenkirchener zunächst etwas fremdelten, wird der Konzertsaal des neuen Hauses schnell zum kulturellen Mittelpunkt der Stadt. Insbesondere die Konzerte auf der großen Walker-Orgel locken die Massen. Nach 1933 bemächtigen sich die Nationalsozialisten auch des Hans-Sachs-Hauses. Obwohl in der offiziellen Propaganda die Nazis gegen Bauhaus und gegen die neue Sachlichkeit mobil gemacht haben und ihre eigenen Monumentalbauten ja in so einem plumpen Klassizismus erstellt haben, in
anderen niederen Bauaufgaben war auch da die Haltung nicht so eindeutig. Und dann war es durchaus möglich, einen Bau, der 10 Jahre zuvor ganz modern gewesen war, für eigene Zwecke zu adaptieren. So gern die Nazis hier ihre Hakenkreuz-Festspiele abhalten, der Schöpfer des Hans-Sachs-Hauses ist ihnen ein Dorn im Auge. Alfred Fischer wird von den Hitlergetreuen aus dem Amt getrieben. Am 19. März 1945 treffen 4 Bomben das Hans-Sachs-Haus. Über 100 Menschen, die in den Luftschutzkellern ausharren, werden von den Schuttmassen zerquetscht. Das Gebäude, Sinnbild des freiheitlichen Denkens der Weimarer Republik, ist zu großen Teilen zerstört. Im Grunde genommen sind 3 Geschosse eingeknickt, buchstäblich eingeknickt und umgekippt durch das Eigengewicht. Das andere ist ja halb stehen geblieben in der Schräge und mehr nicht, aber es musste insgesamt bis auf die Kellerfundamente alles weg. Karl Wolters ist inzwischen Architekt und arbeitet im städtischen Planungsamt. Von seinem Büro in der Ruine beobachtet er den Wiederaufbau. Ich denke mal, allein die Tatsache, dass dieses Haus, obwohl es doch stark zerstört war, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. Und es war ein sehr junges Haus, also in dem Sinne kein Haus, was aus einer Epoche stammt, die man als Epoche für anerkannte Baudenkmale kannte. Allein diese Tatsache zeigt mir aber, dass es ein Haus war, was in der Stadt geschätzt wurde und was für einen Kernpunkt der Identität gehalten wurde. Anfang der 50er Jahre ist der Saal des Hans-Sachs-Hauses als einer der ersten im Lande wieder funktionstüchtig. Er wird bis auf Weiteres ausgebucht sein. Für Tagungen, Kongresse, Konzerte und Feste. Das Hans-Sachs-Haus und die Ideen Alfred Fischers haben den braunen Fluch überdauert. Das mag vielleicht auch erklären, warum Karl Wolters, wie viele andere Architekturinteressierte, so sehr an diesem Gebäude hängt. Also es wäre unverzeihlich gewesen, wenn man das Haus abgerissen hätte. Selbst wenn es an den Kosten gescheitert wäre, wäre unverzeihlich gewesen. Das hätte man nicht machen dürfen. Aber zu der Einsicht ist man Gott sei Dank rechtzeitig gekommen. Und die Lösung, die heute ansteht, die ist schon passabel.